Hallo und herzlich willkommen zurück im Wittelsbacher Land. Schön, dass Sie dran geblieben sind. Ja, wir sind jetzt hier auf Schlosshof Hegnenberg. Hier ist es schon schön weihnachtlich dekoriert und auch die Vorbereitungen für den großen Kipferlmarkt laufen auf Hochtouren. Da gibt's traditionell selbstgemachten Eierlikör von der Schlossherrin. Und weil man da so wahnsinnig viel rühren muss, habe ich mir gedacht, ich helfe ihr ein bisschen. Im Eierlikörkochen ist Clara Löw inzwischen eine wahre Expertin. Alles beginnt damit, das Eigelb vom Eiweiß zu trennen. Haben Sie ungefähr Ahnung, wie viele Eier Sie schon für Eierlikör hier auf Schlosshof Hegnenberg aufgeschlagen haben? Nein, das weiß ich leider nicht, aber es ist eine Unmenge an Eiern, ja. Und ja, wir haben ja auch eigene Hühner am Hof, aber diese 8 Damen legen leider nicht genug, um ja für unseren Eierlikör den gewissen Vorrat zu sichern. Während auf dem alten Gasherd in der historischen Schlossküche die Milch erhitzt wird, sorge ich dafür, dass der Eierlikör später schön süß schmeckt. Dass sich der besonders gut herstellen lässt, wenn man sich die Arbeit teilt, werde ich recht schnell merken. Weil die gezuckerte Milch ständig weitergerührt werden muss, hilft uns Martha, die gute Seele des Schlosses. Besonders wichtig beim Hofhegnenberger Eierlikör, echte Vanille. Die gibt dem Punsch später seinen typischen Geschmack und wird ebenfalls eingerührt. Ja, im Hintergrund wird fleißig gerührt. Was machen wir jetzt hier vorne mit den Eiern? Wir rühren auch. Und zwar haben wir hier jetzt unsere 8 Eigelb und jetzt können wir die Sahne vorsichtig und langsam zugeben. Bloß nicht zu schnell, oder? Genau. Und es wird gerührt und gerührt und gerührt. Wir rühren jetzt eigentlich so lang, bis wir hier eine schön schaumige Masse erzeugt haben. Dann also ist Sie rühren so lang. Wir rühren so lang. Sollen wir mal tauschen? Gerne, gerne. Und wie fühlt sich das so an? Noch geht's. Also ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Sollen wir wieder tauschen? So machen wir das jetzt weiter bis zum Schluss, bis der Eierlikör fertig ist. Sobald das Eier-Sahne-Gemisch einen leichten Schaum bildet, kommt der Wodka dazu. Und dann folgt der wohl wichtigste Schritt bei der Herstellung des Eierlikörs. Die Vereinigung der warmen Vanillemilch mit der Eiermasse. Hier ist Geduld gefragt, denn natürlich wird weitergerührt. Jetzt ist Hochzeit. Milch und Eier. Und ein bisschen Wodka, gell? Der Eierlikör ist jetzt zusammengerührt. Was ist der nächste Arbeitsschritt? Jetzt müssen wir das Ganze natürlich verkosten. Und ich habe mir überlegt, weil wir heuer 20 Jahre Jubiläum haben, habe ich noch ganz einen Besonderen dazugeholt, und zwar unseren Bürgermeister, den Herrn Wecker. Paul Wecker freut sich in diesem Jahr ganz besonders auf den Kipferlmarkt. Und das nicht nur, weil er der erste Bürgermeister der Gemeinde Steindorf ist. Seit 20 Jahren findet der Kipferlmarkt nun schon statt. Und in den letzten Jahren hat sich eine neue Tradition eingebürgert. Der Eierlikör aus der Schlossküche. Ja? Sehr gut. Perfekt. Richtig mild im Geschmack. Nicht der Alkohol zu dominieren, sondern wirklich, sage ich, die Zutaten rauszuschmecken. Das ist sehr gut geworden, ja. 1999 fand der erste Kipferlmarkt statt, um den Bau eines neuen Kindergartens in Steindorf zu unterstützen. Und da haben dann die Bürger hier aus der Gemeinde, auf Hegnenberg, aus allen Gemeindeteilen, eben die Idee gehabt, sozusagen, wir backen uns einen Kindergarten. Auch 20 Jahre später gehen die Erlöse des Kipferlmarktes auf Schlosshof Hegnenberg an einen guten Zweck. Es gibt im Umkreis einfach genügend Familien, denen es vielleicht nicht so gut geht. Und da benutzen wir unsere Einnahmen dazu, um denen ein echt schönes Weihnachtsfest zu bescheren. Eines ist sicher, der selbstgemachte Eierlikör aus der Schlossküche wird seinen Teil dazu beitragen. Mit jeder Flasche steigt bei der Schlossherrin die Vorfreude auf den 20. Kipferlmarkt.
manchmal müssen wir wirklich am Samstagabend noch, also oder beziehungsweise in der Nacht von Samstag auf Sonntag, müssen wir nochmal nachkochen. Ja, das ist dann für uns ein besonderer Erfolg. Ja, der 20. Kipferlmarkt, der findet am 7. und 8. Dezember hier im Innenhof von Schloss Hofhegnenberg statt. Da gibt's dann natürlich auch den selbstgemachten Eierlikör hier aus der Schlossküche. Ich darf mich an der Stelle von Ihnen aus Hofhegnenberg verabschieden. Das war es nämlich leider schon wieder mit Geschichten aus dem Wittelsbacher Land für die Woche. Schön, dass Sie mit dabei waren. Die nächste Sendung, die haben wir am Dienstag um 18.30 Uhr. Dann sind wir natürlich auch wieder im Landkreis Eichach-Friedberg unterwegs und mich würde sehr freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei wären. Machen Sie es gut, Servus und eine schöne Woche.